ich wollte ein markantes Thema für Eden Tomorrow. Eine Melodie, die sich durch das ganze Spiel hindurchzieht, die den Spieler immer begleitet. Das wird mal anders interpretiert, mit anderen Sounds, andere Geschwindigkeiten, andere Intensitäten. Aber trotzdem ist sie immer da. Das heißt, ja, man wird quasi mit der Melodie auch durch diese Welt geführt und das Ganze verdichtet dann das Spielerlebnis. Wir zeigen in diesem Video bewusst keine Szenen, die nicht im Trailer vorkommen, einfach um die Story nicht zu spoilern, um nichts vorwegzunehmen. Oft ist es so, dass man nur den Originalton der Kamera hört, das heißt, es kann ein bisschen hallig sein, ein bisschen rauschen, und während die Musiker spielen, faden wir dann einfach mal das gesamte gemischte Stück mit rein, sodass man dann merkt, okay, vorher, nachher, erst kleine einzelne Spuren und dann geht das Ganze halt auseinander und klingt halt groß und fett. Tracks für Eden Tomorrow und die produziert man nicht in ein paar Tagen. Und als Indie-Entwickler ist es natürlich auch immer eine Budgetfrage. Aber für mich war klar, wir brauchen was maßgeschneidert ist. Das ist unser Baby. Dieses Spiel ist für uns einfach extrem wichtig und okay, hold your head still, so I can install the module. Wir brauchten also einen richtig erfahrenen, geilen Komponisten, der Bock auf das Projekt hat, der die Idee dahinter versteht und das Ganze, die ganzen Bilder eben auch in Musik transferieren kann. Wo findet man so jemanden? Auf YouTube natürlich. Auf YouTube bin ich dann auf einen Typen gestoßen, der quasi nicht nur neue Instrumente testet und ein paar einzelne Klänge anspielt, sondern der mit so einem neuen Sampling-Instrument einfach ein ganzes Stück schreibt. Und zwar in Echtzeit, innerhalb von einer Stunde, dazu noch ein bisschen was erzählt und das Ganze klang am Ende mega fett. Und dieser Typ war dann Dirk Ehlert, und ich habe mir gedacht, okay, wenn der Bock hat, wäre es natürlich perfekt. Ich habe mir eine Mail geschrieben, wir haben am gleichen Tag noch telefoniert und es war dann so, das hört man ja immer, als würde man sich schon ewig kennen. In dem Fall war das aber wirklich so. Wir haben dann halt miteinander gesprochen. Ich wusste, okay, der versteht genau, wie ich ticke, ich verstehe, wie er tickt. Und das hat sich halt gleich von Anfang an super ergänzt. Und dann ging es auch schon los. Now you look really cool. Die grundsätzliche Story und die Welt, in der das Spiel stattfindet, haben erlaubt, wirklich vielfältige Einflüsse aus verschiedenen Regionen der Musikkultur mit einfließen zu lassen. Wir haben viele, viele Ethno- und Welteinflüsse. Wir haben ganz traditionellen Filmscore, Western-Filmscore. Wir haben teilweise Bandelemente. Wir haben sehr viele elektronische Elemente mit im Score verarbeitet. Und das Ganze vermengt, um dem Spiel mithilfe der Musik eine eigene Identität zu geben. Natürlich ist es heutzutage so, dass die Technik in der Lage ist, so einen Game-Soundtrack auch komplett im Rechner zu erstellen. Wir haben fantastische Samples, es gibt großartige Sounds. Man kommt schon sehr dicht an das Original mit Live-Musikern ran, aber es ist halt auch nur dieses sehr dicht ran. Mir war es sehr wichtig, dass wir für den Game-Soundtrack auf jeden Fall Live-Musiker mit an Bord holen, um eben dieses Quäntchen Emotion, was eben nur ein Mensch realisieren kann, in meinen Augen, dass wir das mit reinbringen, und haben die Streicherparts in mehreren Lagen sozusagen. Wir haben das aufgeteilt mit einem Orchestrator zusammen, dass die Rhythmuspassagen und die
Harmoniepassagen und die Melodiepassagen jeweils separat aufgenommen wurden. Und das Ganze wurde dann in den Mix mit den Samples integriert und sorgt am Ende dafür, dass es, selbst wenn man die Streicher solo hört, nicht wie ein Quartett klingt, sondern eher wie eine große Streichersektion. Weiter ging es dann danach mit den eigentlichen Arbeiten an den einzelnen Stücken. Frank hatte sogenannte Temp-Tracks vorbereitet, das heißt, er hatte schon mal Musiken rausgesucht, von denen er der Meinung war, dass das passen könnte oder gut die Stimmung widerspiegelt, die in einer bestimmten Szene gefragt ist. Und mir persönlich hat das sehr geholfen, weil das einfach die Kommunikation wesentlich einfacher macht. Man muss nicht erklären, welche Gefühlslagen man da braucht oder wie man am sinnvollsten eine Szene musikalisch umschreibt. Mit einem Temp-Track ist es für mich recht einfach zu erfassen, welche Vision hat eigentlich der Entwickler dahinter, welchen Sound kann er sich da vorstellen, welche Emotionen möchte er widerspiegeln.